Herr Stieg, Helmut Stieg, Sie sind ja alter Nastädter, entstammen einer alten Nastädter Handwerkerfamilie. Und es ist ja bekannt, dass Sie sich schon seit vielen Jahren bemühen um alte Aktenunterlagen der Geschichte Nastädtens, vor allem Ihre große Bildersammlung hier ist ja bekannt. Und deshalb möchte ich ein Gespräch mit Ihnen führen, speziell Handwerk in Nastädten. Nastädten war ja der Flecken und damit auch Mittelpunkt des Handwerks praktisch im blauen Ländchen. Wie war das denn? Wo kam das Handwerk her? Wie sah das damals aus? Ja, also genau konkrete Hinweise auf das Nastädter Handwerk vor dem Mittelalter gibt es eigentlich nicht, außer dem Vermerk in dem Brümmer Urbar von 893, dass damals auch schon Wollweber und ähnliches eben in Nastädten gewesen ist. Aber es muss ja auch schon vorher Handwerk da gewesen sein, das kann man ja vermuten, denn aus Urzeiten kommt das Handwerk ja schon her, der eine war geschickt für diesen, der andere war geschickt für jenes. Und so hat sich das auch hier als Nastädten als Mittelpunkt eben des Blauen Ländchens dann ganz konzentriert. Und eigentlich im 16. Jahrhundert, da tauchen dann so die Handwerksberufe auf. Und immer wieder im Vordergrund stehen ja die Wollen, die Leinweber. Mhm. Und es ist ja auch interessant, dass man heute noch in Handelsbüchern von Augsburger Firmen lesen kann, dass das Nastädter Tuch sehr wertvoll war. Fugger und Haug, ja, besonders ja. Das Handelshaus Haug. Ja. Es war eine richtige Industrie entstanden und sogar dann entstanden auch Speditionsfirmen, die das abgeholt haben, diese Tuche und dort haben. Warum das Nastädter Tuch und die Wolle so wertvoll war, weiß man eigentlich nicht mehr. Hat mal ein alter Herr gesagt, ja, wie hier und da auch die Rebe und der Wein gut wird, auch durch den Boden, so war auch der Flachs hier irgendwie. Von daher also einen guten Nährboden gehabt haben und gut geworden sein. Und es kam dann auch ein Aufblühen dazu, auch gerade eben, wie ich vorhin schon sagte, dass im 16. Jahrhundert sogar pro Bürger bis 133 Schafe einer hatte, besonders die Wollindustrie. Und jetzt wurde auch sehr begrenzt, die Zahl der Schafe, dann ging es zurück auf 50, es stieg wieder mal an. Durften nicht mehr halten. Ja, auch weil die erst zu viel eben Schaden angerichtet hätte. Während Nastädten mehr die Weberei und war ein Mehl dann sehr viel die Färberei gewesen. Das stimmt. Es gab ja nun sehr viele verschiedene Handwerksberufe hier in Nastädten. Verschiedene Handwerksberufe, denn ich habe gerade hier eine Aufstellung von 1794 und 1828. Und wie die oft anstiegen, jetzt komme ich mal auf die Schuhmacher zurück, mein Beruf eben, da waren 1794 16 Schuhmacher und 1828 Schuhmacher. In Nastädten. Nun muss man sagen, das waren keine Schuhmacher in dem üblichen Sinne, das waren Flickschuster gewesen, denn wenn damals ein Junge nicht ganz so geistig auf der Höhe war, was soll er werden? Dann hat es zum Schluss geheißen, lass uns Schuster werden, das reicht allemal. Die konnte keine Prüfung machen, das waren die Flickschuster gewesen. Mhm. Und der wirkliche Schuhmacher, der hat eben die neue Schuhe gemacht und das dürfte, wie auch unsere Chronik beschreibt, 22, so viel ich war, Schuhmacher um die Jahrhundertwende, das waren vielleicht 4, 5, 6 wirkliche Schuhmacher. Das andere waren Flickschuster gewesen, die als Tagelöhner nebenbei gearbeitet haben. Die zählen aber, die laufen aber hier mit unter dem Begriff Schuhmacher. Gell? Und so waren es eine Menge. Strumpfweber und was denn alles, Hutmacher, Perückenmacher und so weiter. Wirtschaften, die sind auch gestiegen von 1794 auf 1828, von 11 auf 19. Also das ist schon eine wirklich erhebliche Zahl für das kleine Nastädten, die da. Wie waren die denn auch zusammengefasst? Wissen Sie da was über Zünfte? Jawohl, ich habe Unterlagen, also im Staatsarchiv bin ich ja bestens auch bekannt in Wiesbaden und vor Jahren, besonders jetzt nicht mehr so. Und habe dort sehr viel Mithilfe bekommen, auch Kopien von aus dem Mittelalter tatsächlich von Gildeverordnungen, denn immer mehr wurde das Handwerk, musste ja geordnet werden, auch vom Sozialwesen her, wenn ein Handwerker früh starb zum Beispiel, dass wenn ein Altmeister da war, die Witwe des Handwerkers doch meistens den Altgesellen doch heiraten sollte, dass eben wieder ein Meister da war. Der Betrieb weiterging und so weiter und so.
Und so haben die zusammengefasst, dann haben die Schuhmacher allein, habe ich auch eine Verordnung, Zupfverordnung von 1900, mit all den wunderbaren, die kann man auch vielleicht einfügen nachher mal in den Film, mit den Siegeln, haben die mir in Color kopiert, ganz wunderbar ja, ist das. Und ja, nun die Handwerker, nun war es ja so gewesen, die konnten ja von ihrem Handwerk alleine leben. Also jeder Handwerker hatte einen landwirtschaftlichen Betrieb noch dabei gehabt. Und für Selbstversorgung. Ja, Selbstversorgung, aber auch, denn ich weiß auch von meinen Urgroßeltern erzählt wurde, oder von meinen Großeltern, dass die Butter verkauft haben, dass die Milch verkauft haben, dass die Eier verkauft haben, als Zubrot, möchte ich mal sagen, für die Hausfrau. Dass von dem Betrieb gar nicht in den Haushalt reinfloss, auch die finanziellen Mittel eben davon getätigt wurden. Und vor allem war es ja, muss man so sagen, die Lehrjungen. Ja, wie ging das denn da mit den Lehrjungen, die wir hatten, das waren ja auch gleichzeitig Knechte gewesen. Musste helfen. Die mussten helfen und es gab manche einen Streit, dadurch, dass ein Vater sagte, ja, mein Junge, der soll ja nur das Handwerk lernen, der soll ja nicht Knecht sein nur. Aber die wurden dann oft ausgenutzt. Und wenn also Lehrjunge oder Lehrbub wurde, der musste ja damals noch Jawohl, sein Ausbildungsgeld mitbringen, an Krankenkasse oder Sozialversicherung gar nicht zu denken gewesen. Also bis noch in die 30er Jahre, ich weiß hier in Nachstädter, ein Schuhmacher Kollege, der hat wirklich die Jungen ausgenutzt, neben der Arbeit mussten die noch Geld mitbringen und damals war ja schon Krankenkasse in etwa auch dafür ihr Geld mitbringen, also sie haben nichts bekommen. Und dass die ausgehalten haben, das hat mich Wunder gegeben. Und die Gesellenprüfung und sowas gab es aber auch schon. Gab's das schon. Und dann die Abendschule. Also statt Berufsschule gab es die nicht, oder? Nein, das war eine Berufsschule gewesen, die aber von Lehrern, von Volksschullehrern, die etwas dafür ausgebildet waren, betrieben wurde. Also hier am Ort? Am Ort, jawohl. Und zwar abends durchweg von 7 bis 8, waren die also schnell wurde gegessen, dann gingen in die Abendschule, kamen nach Hause und mussten dann nochmal arbeiten, nochmal eine Stunde bis 9 und wenn es im Sommer war, auch bis 10. Ja, die Handwerker, die sind dann, ich weiß von meinem Urgroßvater, wo es auch, wo mir alten Leute, zum Beispiel Marienfels, einer gesagt hat, dein Urgroßvater kam 3 Wochen vor der Konfirmation, hat die Schuhe uns angemessen, war eine bessere gestellte Familie, hat Stiefel für ihre Jungs, für den Jungen bestellt. Machen lassen? Machen lassen, Hand natürlich. Und am Tag vor der Vorstellung kam dann Urgroßvater mit den Stiefeln, den Schuhen über den Rücken zu Fuß, wie in Marienfels, mit Strecke. Und dann hat er die Schuhe abgeliefert, sind die angezogen worden, waren, der alte Mann sagt, viel zu groß, da hätte der Urgroßvater gesagt, holt Strie, holt Stroh, nicht rein, dann passen sie. Auf Zuwachs wurden die gemacht. Und sollten ja einige Jahre halten. Und das haben auch gehalten. Mein Großvater hat immer erzählt, dass eine Bauersfrau von Entischhofen kam und hat gesagt, Jakob, die vorletzte Arbeitsschuhe von mir haben über 3 Jahre gehalten. Die augenblickliche, die du mal zuletzt gemacht hast, erst 2,5 Jahre und wollen schon kaputt gehen. So war das früher gewesen. Und dann kamen oft die Bauersleute und haben die Schuhe gefindet gehabt. Und da hat auch mein Großvater gesagt, gefragt, ja, warum macht ihr das? Einmal denke, wenn sie den Schuster so in der Hand hat, dann werden sie schön durchgeknet und werden weich. Ach so. Wie schmutzig du warst, da hat keiner dran gedacht. Ja, und gab es Schuhe, also auch für Sonntagswerk da so, die leisten konnte. Und in den Hochsaison, Frühjahr oder im Herbst, wo viele Werktagsschuhe gemacht wurden, kamen die Flickschuster, man hat 2 Flickschuster unter Vertrag, die kamen mit ihrem Mann und haben die Reparaturen abgeholt. Für einen Absatz 20 oder 25 Pfennig, für ein paar Sohle 35 oder 40 Pfennig, so war ungefähr der Lohn gewesen. Ja, die haben das gemacht für den Schuhmacher. Und dann sind auch die Nachstädter Sattler und Schuhmacher 2-mal im Jahr nach Frankfurt zur Ledermesse gefahren. Und haben dort gemeinsam ihr Leder eingekauft. Ausgesucht, haben 2, 3 Tage waren sie dort in einem Frankfurter Haberkasten. Das war ein Oberländer aus Nachstetten, der hat dort den Fuhrmannswirtschaft gehabt, wo die Pferde angebunden wurden und deshalb der Haberkasten. Da haben sie gewohnt, haben ihr Leder eingekauft und das wurde mit dem Zug dann, mit der Staatsbahn bis nach St. Goarshausen. Nachstetten hatte ja vor 1900 noch keinen. Und dann ist ein Spediteur in Nachstetten, der gefahren hat, hin und her, auch für den Kaufmann, die
Lebensmittel und so weiter, wir haben dann das Leder geholt. Und die Darsteller Schuhmacher sind ja auch auf die Märkte gefahren. Mit ihren Wagen, mit den fertigen Schuhen, ja. Nach Kemel, nach Sachsenhausen oder wo Märkte, wo ein etwas zentraler Punkt war. Sind die hingefahren, auch mein Großvater, und da war mancher Schlauer dabei, auch so ein Schnitzelchen, dann kamen die Bauersleute und für meine Frau ein paar Werktasse Schuh. Als schon dieses Maß, dann hatten die das Moos aus Holz an Steckchen gemacht. Na, jetzt ist der Schuhmacher hin und sagt, ist gar nicht, wir wissen noch einmal, als schon die Nummer nicht drum. Hat das Messer rausgeholt, ein Stückchen abgeschnitten, in eine Nummer kleiner, was er hat gelegt, so, das passt. So Spitzbuben war das auch gewesen. Das waren eben die Schuhmacher. Aber auch nicht nur die Schuhmacher, sondern auch die anderen. Gerade meine Schwägerin, etwa 8 Sohn, sagt, ich kann mich noch entsinnen, dass der Spengler Maxheimer nach Laudert kam mit seinem Kasten. Und hat dann da kamen die Bauersleute und haben dann ihre Bettflasche gebracht, die oder er ist ins Haus gegangen, wenn ein Kennel kaputt war und so weiter. Es kam nicht nur, es kam der Schneider, es kam die Schneiderin, eine Schneiderin kann man nicht sagen, sondern die Flickfrau, Näherin kam. Oder mehrere und haben dann ein paar Tage gewohnt, um das eben reparaturbedürftige Kleidung wieder in Ordnung zu schaffen. Ja, so war das. Dann ist ja nun, denn zur Neuzeit hin hat sich das ein bisschen geändert. Es hat sich schon, es ist so, ich komme immer wieder auf die Schuhmacher zurück, dass mein Urgroßvater ja 1884 auf einmal bekannt gab, dass er neben der Reparaturwerkstatt noch Fabriks, angefertigte Fabriks, neue Schuhe, oder wie schade ist das nicht, das können wir auch mal zeichnen, vielleicht mit Inserat, von den ordinärsten bis zu den ordinärsten, das waren die Arbeitsschuhe, bis zu den feinsten Schuhen, er jetzt verkaufen würde. Da kam also von der die fabrikmäßig da hergestellten, kam die Industrie hergestellt, und es wurde dann auch die Reparatur erleichtert, denn die Pinmaschine, die wir hier im Museum und in der Schuhmacherei stehen haben, ist von 1900. Also sie brauchten nicht mehr die Sohle mit der Hand, mit dem Holz, die Holznagel, sondern man konnte ein Sonderschuh nicht, der wäre kaputt gegangen, aber die robuste Arbeitsschuhe, die ging das rundherum und wurde dann auf Holz genagelt, gebracht auf den. Da gab es ja die Eisennägel noch, die Arbeitsschuhe, es ist dann auch in den anderen Berufen, ist dann doch der Spengler, der hat dann seine Maschine bekommen, wo er die Kennel, die halben, das halbrunde geformt aus dem Blech oder Schmied, der hat dann Gerätschaften bekommen, also man war darauf aus, eben die schwere Arbeit etwas abzutun und das zu erleichtern. Ja, und die ausgesprochene Handarbeit ist ja heute auch im Handwerk. Nein. Ja, beim Schuhmacherhandwerk ist ja gar nicht. Ich möchte sagen, bei keinem Handwerk ist noch in dieser Form irgendwie etwas Hand. Gemacht ist da. Das hatte ich dann nach dem Krieg, lebte das nochmal auf und gerade unser Innungsmeister, der Herr Back von Rittershain, der hat damals geglaubt, doch den guten handgemachten Schuh wieder forcieren zu können, aber er das hat Schiefbruch erlebt. Ist zu teuer wahrscheinlich in der Herstellung. Es ist zu teuer wohl und ist auch zu aufwendig. Also man will ja heute keinen Schuh mehr 3-4 Jahre tragen. Das ist ja modern müssen das sein. Muss es sein. Ja. So ist das eben auch, ja, auch das Bäckerhandwerk. Das hat ja einen unwahrscheinlichen Wandel erfahren. Früher auch hier das Backes, auch in Laststätten, ursprünglich, man weiß anfänglich gar nicht mehr genau, wo das war. Und dann nachher, ja, da kamen dann die Bäcker auf. Die Leute sind zum Bäcker gegangen, haben ihre eigenen Backöfen ja gehabt und mit allem und so weiter. Und was alles der, was in den Laststätten hatten, Seifensieder. Ja, das ist auch alles so. Der Nagelschmied auch, denn ich weiß auch, dass mein Urgroßvater eben seine Nägel von dem Nagelschmied bezogen hat. Ja. Der war ja noch der letzte Nagelschmied in dem Haus von jetzt Küchenwolf oder Feuerrektor Lüttke, in dem einen Teil nach der Rheinstraße zu. Das war der letzte Nagelschmied von Naschstetten, der ist im vorigen Jahrhundert
Weil er eine Tochter in Wiesbaden verheiratet hat, hat er aufgehört mit seinem Gewerbe, dorthin gezogen. Mhm. Und so ist nach und nach ist alles doch reduziert. Mhm. Wir haben in Naschstetten keinen Schuhmacher mehr. Ja, nur Schuhgeschäfte. Nur Schuhgeschäfte. Ja, ja. Und Schneider ist eingegangen und alles. Also ja. Es ist ein unwahrscheinlicher Wandel und wandelt sich auch noch ständig. Aber wir freuen uns doch, dass wir in Naschstetten noch so ein bisschen Mittelpunkt auch des Handwerks für unser Umland hier sind und geblieben sind. Ohne weiteres. Ja. Es ist ja, man muss ja auch sagen, wir hatten ja auch weitsichtige Ortsvorsteher, Sachbürgermeister, ja auch gehabt, die auch, dass ein Apotheker nach Naschstetten kam. Mhm. Dass nicht nur der Bader in Naschstetten war, der Friseur, der auch Zähne gezogen hat und sonstige Knochenbrüche eingereckt hat, sondern dass Ärzte herkamen und so weiter und so weiter. Also es ist hier doch sehr weitblickend gewesen. Aha. Und dadurch kamen Menschen nach Naschstetten, das Gericht kam dann hier und alles blühte. Mittelpunkt. Bis zum heutigen Wirtschaftsstandort, wie wir heute sagen. Und es war ein großer Service in Naschstetten auch gewesen, denn auch die Lehrjungen, das mussten auch oft zum ihrem eigenen Ärger und zum Ärger der Eltern, dass auch der Schneider, wenn irgendwas in Hose zu flicken war, wenn du heimfährst, samstags, bring doch auf den Ort mit zum Nachbarn. Ach, die Schuhe. Wie oft haben die unsere Lehrjungen gemault? Ich muss nochmal, wenn sie von Bettendorf waren, nochmal nach Diefenbach und so weiter. Ja, also, aber der, ich habe dem Kunde versprochen, aber hinzubringen. Hinzubringen. Das war ein gewisser Service, der eben doch gedankt wurde und die Treue zu dem Handwerk. Es war auch nicht wie heute, das muss ich auch noch erwähnen. Es gab früher wirklich eine Stammkundschaft. So. Die Stammkundschaft, da hatte zum Beispiel der Vetter meines Vaters, der Arthur Stech, in dem Haus, wo heute Dr. Schmitz seine Praxis hat, der hatte seine Kundschaft Meiling, Dieter. Der Josef Debus, der hatte seine Stammkundschaft gehabt ganz woanders. Wir hatten unsere Stammkundschaft Miel, Marienfels, Rubertshofen, Kastorf und so weiter. Das war unsere Stammkundschaft. Sodass die Konkurrenz doch in etwa zurückgedrängt wurde. Ja, es war auch die Freundschaft unter den Handwerkern. Wie oft kam ich als Kind in die Werkstatt, da war der Onkel Arthur, der Vetter meines Vaters, da war der Josef Debus da und mein Vater. Da haben die drei zusammengesessen, gut, da kam Kundschaft. Mhm. Da hat mit dem Kundschaft ein Kunde jetzt ein Schrecklich, der ist hier da. Mhm. Und der Kollege hat gedacht, der könnte auch bei mich kommen. Das war abgegrenzt und war eine Freundschaft und man hat sich ausgeholfen mit Materialien, alles während heute doch ein Konkurrenzkampf, auf der uns unschöne Aussagen. Es war wirklich Freundschaft vorhanden und so ging es unter den anderen Handwerkern auch. Ich bin gerne in eine Schreinerei gegangen, da waren auch oft andere Schreiner da gewesen. Das war schon, leider schreitet voran und alles ersetzt. Ja, ich denke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute hier im Museum hier in Naschstetten uns einiges über Handwerk früher und heute berichtet haben. Meine größte Freude ist ja immer, wenn ich hier im Museum Führung machen kann und kann dann mit den Anekdoten, die ich ja eben so aus den Ärmeln schütteln kann, den Leuten oft erzählen. Und man merkt ja oft, das möchte ich noch zum Schluss sagen, dass die Jugend oft gar nicht weiß, wie es früher war. Ja, ich hatte eine Klasse von Bonn, nochmal ganz kurz. Da sagte auf einmal einer der Schüler, Sie haben eben was Falsches gesagt. Sagte ich, was dann? Sie haben gesagt, eine Kuh zieht einen Wagen. Das ist doch falsch. Sagte ich, wie dann? Warum dann? Weshalb? Eine Kuh gibt Milch, ein Pferd zieht einen Wagen. Das kann ich nicht. Ja. Da muss ich Ihnen erst erzählen, ein kleiner Bauer kein Geld für, ein Handwerker kein Geld für ein Pferd, also Kühe. Da war die Bass erstaunt und habe ich schnell herzlich bedankt. Gut, danke schön, Herr Stehl. Danke schön, Herr Wenzel, gerne geschehen.